der Koffer, so wie wir ihn ja liebevoll nennen, läuft sehr, sehr rund und sehr, sehr gut. Wir halten uns aus allen Scharmützeln heraus. Also in den ersten Stunden gab es ja schon sehr viel Kleinholz auf der Strecke. Der Opel Manta war ja sehr, sehr schnell unterwegs. So wie ich jetzt erfahren habe, haben die doch wohl einen Motorschaden erlitten und sind dann ausgefallen. Dadurch sind wir natürlich auch nach vorne gespielt worden. Unsere nächsten Gegner sind zwei GT86, die auch sehr, sehr flott unterwegs sind. Aber wir vermuten, dass sie mit einer anderen Taktik unterwegs sind, sodass wir eigentlich so, wenn wir so weitermachen, den ersten Platz hoffentlich dann bis 15.30 Uhr morgen halten können. Wir hatten jetzt leider ein bisschen Problem mit der Spurstange vorne rechts. Sie hat sich ein bisschen gelockert. Die haben wir jetzt nachgezogen. Sollte jetzt halten. Doppelstint im Dunkeln, das ist eigentlich genau das, was ich, worum ich mich im Prinzip gerissen hatte. Das ist so die Peak Driving Time, die mir immer am meisten Spaß macht. Die ganzen Fans neben der Strecke, man riecht die Würstchen draußen im Brünnchen, sensationell. Das waren 18 Runden im Himmel gerade. Aus dieser Highspeed-Schule des Motorsport, aus der von ADAC. In der Klasse V4 haben wir momentan P1, P2 und P3. Die geben sich schon ordentlich, weil wir auch nicht sagen, ja, du darfst gewinnen und du nicht. Aber bislang kriegen wir es ganz gut hin. Und die geben nicht zwar Saures, aber einen gewissen Sicherheitsabstand wird gehalten. Ja, auf jeden Fall, also eine große Ehre, wie letztes Jahr halt den Einsatz für BMW Motorsport machen zu dürfen. Und macht unheimlich viel Spaß mit Tom Coronel oder den Junioren oder Dirk Adolf zu arbeiten, weil es einfach Profis sind. Und da kann man echt viel lernen, was Abläufe und Struktur angeht und die Kommunikation. Und macht denen total viel Spaß und macht total viel Spaß. Bisher läuft es, ich sag mal, durchwachsen. Wir haben jetzt gerade zwei technische Ausfälle an beiden GT4 Porsche. Die Katalysatoren sind bei beiden Fahrzeugen beschädigt worden. Die werden jetzt gerade umgebaut. Wir hatten noch einen kleinen Schaden an der Bremsanlage. Aber auch das ist umgebaut worden. Der blaue Cayman GT4 Avia ist wieder auf der Strecke. Der weiße GT4 von Avia ist jetzt in der Nachbarbox, gerade in der Reparatur. Ansonsten, der Mercedes läuft nach dem kleinen Schaden, den er hatte, wie ein Uhrwerk, wie man es von einem Mercedes erwartet. So ist es halt. Ansonsten, toi toi toi, läuft bisher alles gut. Wir warten jetzt auf den Regen, der ankommen soll. Und dann schauen wir, wie der Rest der Nacht weiter verläuft.